Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Sein Vermögen wird auf rund 160 Millionen Euro geschätzt. Franz Beckenbauer, Erbe im Testament geregelt. Schon länger hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und auch sein Lebensmut ließ immer mehr nach. Jetzt schloss die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, Franz Beckenbauer, mit 78 Jahren für immer die Augen. Auch wenn es nicht in seiner Macht stand, seiner Familie die tiefe Trauer zu ersparen, so wollte der Münchener seine Frau und seine Kinder zumindest gut versorgt wissen. Es ist bereits alles gut geregelt. Wie schnell das Leben zu Ende sein kann, musste er schmerzlich durch den frühen Tod seines Sohnes Stefan, 46, aus der ersten Ehe mit Brigitte, erfahren. Er starb 2015 an einem Hirntumor. Und so hat Franz Beckenbauer sein Testament rechtzeitig verfasst. Er erklärte mal gegenüber Bunte: "Ich will nicht, dass Zwietracht in der Familie entsteht." Sein Vermögen wird auf rund 160 Millionen Euro geschätzt. Neben seiner Villa in Salzburg, in der er mit Heidi, 57, sowie den gemeinsamen Kindern Francesca, 20, und Joel, 23, lebte, besitzt Beckenbauer auch noch ein Haus in Kitzbühel. Schon in seiner aktiven Zeit als Kicker und Funktionär hat der Kaiser Millionen verdient. Dazu kamen immer wieder lukrative Werbeaufträge. Damit der Geldregen Früchte trug, wurde alles gut investiert. Dabei spielte sein ältester Sohn Thomas, 60, aus der Beziehung mit Ingrid Grönke, als Vermögens- und Anlagenberater eine wichtige Rolle. Franz Beckenbauer pflegte zu seinen Söhnen Thomas und Michael, 57, aus der ersten Ehe mit Brigitte, und natürlich zu Francesca und Joel eine sehr innige Beziehung. Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe von Viel Spaß. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen Viel Spaß, jede Woche neu am Kiosk.